Führungswechsel im Pfandtechnikum. Am 31. Mai wurde im Technischen Landesmuseum in Wismar der neue Geschäftsführer vorgestellt. Der langjährige Leiter des Marktkaufs in Wismar-Wendorf, Wolfgang Kühl, entschied sich somit gegen den verdienten Ruhestand für eine neue Herausforderung. Im Pfandtechnikum tritt er in die großen Fußstapfen seines Vorgängers. Seit über 10 Jahren sorgte Dr. Henrik Fanger dafür, dass das Museum im Lande das ihm gebührende Aufsehen genießt. Mit Dr. Fanger ist der komplexe Umzug von Schwerin nach Wismar verbunden und auch eine deutliche Steigerung der Fördermittel, die fürs Überleben des Pfandtechnikums immer von großer Bedeutung waren. Also zunächst übergebe ich ihm eine gute Mannschaft, die weiß, was sie tut und sich hier auskennt. Und dann wünsche ich ihm Geduld mit den Behörden, mit dem Ministerium, aber natürlich auch Ungeduld für die neue Aufgabe und Hartnäckigkeit, um die Ziele zu erreichen und auch gegen einige Widerstände anzukämpfen. Die Ungeduld und die Hartnäckigkeit, die habe ich eigentlich schon. Und ich versuche, die Mannschaft etwas weiter auszubauen und gegenüber dem Ministerium vielleicht einen Durchsatz zu haben, dass wir die erhöhte Förderung über die Jahre durchhalten können und erhalten können. Der Wismarer Bürgermeister Thomas Bayer bedankte sich ausdrücklich bei Dr. Henrik Fanger für die geleistete Arbeit und schätzte sehr hoch seinen Beitrag zum Erhalt und Ausbau des Technischen Landesmuseums.